So sieht eine ideale Hackschnitzelmischung aus, grobkörnig und relativ rein. Und so das, was die Natur liefert. Kleinteilig mit viel zu viel Feinstaub vermischt. Eine Lösung für dieses Problem hat sich Thomas Piller aus Rattenberg im Landkreis Straubing-Bogen überlegt. Meine Idee ist, dass man das Hackgut reinigt und dadurch die Qualität an den Hackschnitzel verbessert. Dadurch wird natürlich die Hackschnitzelheizung bedeutend mehr angenommen, weil weniger Hackgut gebraucht wird und auch die Staubwerte reduziert werden. Seitdem die Staubemissionswerte von Öfen drastisch reduziert worden sind, sind viele Nutzer gezwungen, qualitativ hochwertigeres Material zu verwenden. Der Bayerische Wald ist reich an dieser Ressource. Restholz, das nicht als Brenngut verwendet wird, verrottet aber und setzt Methan frei. Durch den Siebprozess kann mehr davon genutzt werden. Piller ist von den Vorteilen überzeugt. Weniger Emissionen, mehr Energie. Ein weiterer Vorteil? Es wird weniger Platz für die Lagerung der Hackschnitzel benötigt. Auch der Verschleiß der Öfen fällt geringer aus. Seine Idee will Thomas Piller mit einer neu gegründeten Genossenschaft umsetzen, die eine mobile Hackschnitzelreinigungsanlage anschafft. Und er will das Konzept allen Bürgern zugänglich machen. Mit einem Tankstellennetz, das die örtlichen Landwirte betreiben. Wenn sich da in unserer Gemeinde 30 Landwirte zusammenschließen und ein Tankstellennetz anbieten, da wo jeder Bürger zurückgreifen kann und anrufen kann, dass er versorgt wird mit Brennstoff, genauso wie das jetzt funktioniert mit Öl und Gas, kann hier ein gemeinsamer Einblasewagen die Hackschnitzel vor Ort zu jedem Bürger bringen. Und die Reinigungsanlage, das wäre eine Anschaffung von mehreren. Für einen ist das zu aufwendig und zu teuer, wird aber das geteilt auf sämtlichen Betreiber, dann ist das machbar und auch effektiv. Ein Energiekonzept, das sich vor allem durch zwei Dinge auszeichnet: Nachhaltigkeit und Kostenersparnis.